ist das denn so? Was ist das denn, ey? Ist die Kamera an? Ja, die ganze Zeit schon. Ach so, die läuft. Soll ich das nochmal sagen? Willst du das noch wieder eröffnen? Ja, und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Hier von der Küste hier, am Wind hier und jetzt nochmal, warte. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Genau, und ich stehe hier in Jaderberg am Jaderberger SB-Waschpark. Also hier können theoretisch Autos gewaschen werden und ausgesaugt werden und so weiter. Aber darum geht's gar nicht. Ja, worum geht's denn? Charger 4 und ja, nicht irgendein Charger 4, weil davon gibt es jetzt mittlerweile auf diesem Kanal unzählige Videos und ich glaube, der ein oder andere, der ist bestimmt schon genervt, aber von diesem Fahrrad ein Video zu machen, das konnten wir einfach nicht lassen, weil das ist nicht irgendeins, das ist das von Wolfgang und das musst du sehen, das musst du wirklich gesehen haben, weil ich habe ja auch schon den ein oder anderen Umbau gemacht, aber Wolfgang, der hat selbst geschraubt, der schraubt schon immer sehr gerne leidenschaftlich an seinen Rädern und ja, somit auch am Charger 4, der hat das gut gemacht. Das muss ich, kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Und jetzt gehe ich auch mal hinters Rad, weil wir wollen uns das ja angucken, oder? Ja, genauso wie du gerade dieses Rad gesehen hast, ist es mir auch das allererste Mal aufgefallen. Eigentlich könnte man sagen, es ist ein einfaches Charger 4, nur irgendwas ist anders. Und auf der anderen Seite sieht es aber wirklich so aus, als wäre es so vom Werk gekommen. Und das finde ich wirklich an diesem Rad sehr besonders. Und jetzt zeigen wir dir mal die ganzen Details von diesem Fahrrad. Also Dieter, der steht hinter der Kamera, deswegen sage ich auch wir. Und wir haben uns das Fahrrad vorhin in der Werkstatt angeschaut und da habe ich so zu Dieter gesagt, was ist dir aufgefallen? Und dann sagt er, ja, ich habe gesehen, da sind andere Griffe dran. Ich sage, ja, hast du recht. Sind wunderschöne Brooks-Griffe, hier mit dem gebürsteten Aluminium oder Edelstahl, ich weiß es nicht genau, macht aber auf jeden Fall schon mal was her, weil es ist ja auch wirklich extrem viel Schwarz an diesem Fahrrad und es macht es schon besonders. Wenn wir dann direkt beim Lenker bleiben, haben wir hier diese Knockbell, finde ich vom Design mit die schönste Klingel, die am gesamten Fahrradmarkt ist. Ja, auch die hochwertige Ausführung hier mit dem Messingbing, dieser gebogene Draht und dann auch diese Lederverdrehsicherung. Ich finde echt eine sehr detailreiche Klingel. Dann machen wir gleich weiter beim Lenker und kommen von den schönen Dingen zu den nützlichen Dingen. Hier siehst du die SP Connect Smartphone-Halterung, eigentlich auch sehr, sehr praktisch. Falls du diese Halterung noch nicht kennst, ist es zwar nicht mein Fahrrad, aber ich probiere das trotzdem mal aus. Genau, ich kann da auch ganz einfach mein Smartphone befestigen. Ja, und da gibt es ein Video zu, ne? Ach ja, genau. Ja. Werde ich ja einblenden. Das wollte ich ja sagen. Und ich habe gerade auch einmal den Kilometerstand gecheckt. Wir sind irgendwo bei 355 Kilometern und das Rad ist ungefähr, ja, knappe 4 Wochen alt. Also das Rad wird auch wirklich gefahren. Man sieht das auch an den Reifen und an den Schutzblechen. Von innen sind sie ein bisschen dreckig, aber das Rad insgesamt ist in einem sehr guten Pflegezustand. Ja, vom Lenker gehen wir rüber zum Sattel bzw. Sattelstütze. Auch hier hat der Kunde meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Wir haben hier eine Beischulz Federsattelstütze. In diesem Fall ist es das Modell Long Travel, also die LT-Version. Als Sattel ist Geschmackssache, wenn man gut drauf sitzen kann. Hier ist ein Esculap-Sattel verbaut, Modell 610 Active. Falls du die Beischulz Sattelstütze noch nicht kennst, ich feder mal, das ist eine Parallelogramm-Sattelstütze. Ich finde auch optisch passt sie sich sehr gut am Fahrrad an. Dann siehst du hier eine wunderschöne Plattformpedale aus dem Hause Shimano und neben dieser wunderschönen Optik ist so eine etwas größere Pedale auch sehr angenehm zu fahren. Wir haben hier ja das Modell Riese und Müller Charger 4 GT Touring. Und normalerweise ist da ein anderer Scheinwerfer verbaut, also auch der wurde umgebaut. Hier ist jetzt der Supernova M99 Mini mit Fernlichtfunktion verbaut. Und wenn wir schon bei der Beleuchtung sind, dann schauen wir uns das Fahrrad auch einmal von hinten an. Auch hier wurde ein Rücklicht aus dem Hause Supernova verbaut
und meiner Meinung nach auch mit eins der schönsten Rücklichter, die wir am Fahrradmarkt finden. Für mich ist das der schönste Rückfahrscheinwerfer. Ja, es gibt das noch in klein. Ich finde aber hier passt das sehr gut. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, ich habe ja gerade gesagt, das Rücklicht passt an diesem Fahrrad besonders gut. Und ich sage auch gleich warum. Es liegt nämlich an den Schutzblechen. Wenn du nämlich genau hingeguckt hast, dann ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass wir hier an diesem Charger 4 breitere Schutzbleche haben als serienmäßig. Das sind Schutzbleche aus dem Hause Plätscher, sind Metallschutzbleche bzw. Aluminiumschutzbleche. Und das Geniale dabei, also neben dieser Optik, ist auch, dass hier im Schutzblech Kabelkanäle integriert sind. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Leitungen fürs Rücklicht oder irgendwas verlegen möchtest, kannst du die ganz einfach, ganz dezent durchs Schutzblech legen. Ja, und warum haben wir breitere Schutzbleche? Weil unser Kunde hat sich breitere Reifen drauf gebaut. In diesem Fall ist es der Schwalbe Nobby Nick mit einer Reifenbreite von 65 mm. Ja, was auch umgebaut ist und was optisch, vielleicht fällt es nicht sofort auf. Das ist ja auch das, was das Rad so besonders macht. Es ist irgendwas anders, aber man weiß nicht auf dem allerersten Blick was. Und was hier auch verändert wurde, sind die Scheibenbremsen. Hier sind die MDRP-Scheibenbremsen aus dem Hause Magura verbaut mit dieser schwarzen Narbe. Also es ist eine zweiteilige Scheibe, die theoretisch sogar schwimmend gelagert ist. Ja, und somit auch optisch noch mal ein bisschen anders aussieht. Ja. Ich muss mich beeilen, weil das regnet gleich. Und ja, was soll ich noch sagen? Dieses Rad wird auf jeden Fall im Alltag gefahren, weil hier sehen wir noch den Fitlock Trinkflaschenhalter und wir sehen auch eine Halterung für ein Arbus Bordeaux-Schloss. Über den Trinkflaschenhalter und über ein Arbus-Schloss haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Ja, und was soll ich sonst noch sagen? Mir gefällt das Rad richtig gut. Ich würde mir so eins sofort kaufen oder nachbauen. Muss ich mal gucken. Vielleicht machen wir darüber noch mal ein Video. Und wenn du sagst, du möchtest einen Charger 4 haben, genauso umgebaut, dann können wir das realisieren. Was vielleicht auch geht, jetzt habe ich den Faden verloren. Macht nichts, das ist ja nichts Neues. Aber ich stehe hier gerade mit offenem Mantel vor der Kamera, weil der Wind so stark ist. Es fängt ja an zu regnen. Wir sollten mal langsam zum Ende kommen, ne? Ja, wir sollten zum Ende kommen. Also, was wollte ich sagen? Wenn du so ein Fahrrad haben möchtest und du möchtest einen Charger 4 als Basis haben zum Umbauen oder wir bauen das für dich um, kannst du überlegen, alles ist möglich, dann buch aber bitte auf jeden Fall einen Termin zur Fahrradberatung. Weil Fahrradberatung bedeutet immer 3D 360 Grad Bodyscanning. Dann gehen wir ein paar Fragen durch, sodass du nachher auch wirklich ein Fahrrad bekommst, das perfekt zu deinem Einsatzzweck und zu deinen Körpermaßen passt, sodass du wirklich maximalen Fahrspaß darauf genießen kannst. Ja, und was gibt es dann Schöneres, wenn so ein Rad auch noch individuell umgebaut wird? Also andere Schutzbleche, anderer Sattel, Sattelstütze und so weiter. Alles, was toll ist. Na, ich rede schon wieder viel zu viel und darum kann ich nur noch eins sagen, lass einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, damit du kein weiteres Video verpasst und bei Fragen schreib sie gerne in die Kommentare. Alles Peter klar. Und ich packen jetzt ganz schnell unsere Sachen ein, na, oder? Machen wir noch ein Video. Ja, auf jeden Fall. Abend auf dem Deich, na? Volle Kanne im Regen. Genau. Also, wir machen heute kein weiteres Video mehr und ich packe die Sachen ein. Aber wenn du das Rad noch mal sehen möchtest, ich zeig dir das noch mal von der Seite. Ja. Sehr schön. Na, also ist doch wirklich ein tolles Fahrrad. Dreh auch noch mal die Pedale hoch. Ja, mach das mal. Das geht ja gar nicht. Ne? Der muss ja immer auf... Das muss ja, immer genau. So stehen. Ja, fast. Also... So, ich habe hier eine Kastanie, da kann man den Dieter mal mit abwerfen. Oh, was war das denn? Das ist von oben gekommen. Was war denn das? Das Kastanien. Ach, du Arsch, das warst du! Wie wirft der mich mit Kastanien hier, ey? Ich brech ab. Ja, so ist das. Pass auf, du, hier. Ja. Hast du den Kastanienbaum nicht gesehen? Aber ich nicht. Nee. Ja. Wahnsinn. Ja, vor allen Dingen, hier ist auch weit und breit kein Kastanienbaum. Ja. So. Aber wo kommt die her, ne? Also... Ja, keine Ahnung, du. Es gibt da so die Wanderkastanien. Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. So. Genau.